Ja, hallo, liebe Radfreunde. Wir wollen heute die Elbe-Radtour fahren, wobei wir nicht direkt heute die Radtour tatsächlich fahren, sondern erst ein paar Tagen. Die Idee mit der Elbe, die hatte schon der Johannes, der jetzt auch heute wieder mit dabei ist, schon vor einem Jahr und ist auch vor einem Jahr mit Freunden, wo ich nicht dabei war, wollte er die Elbe fahren. Die sind damals von der tschechischen Grenze von Tschöna losgefahren. Leider musste nach ein paar Tagen, nach 4 Tagen, glaube ich, diese Radtour abgebrochen werden, da von einem der Mitfahrenden das Fahrrad geklaut worden ist. Entsprechend wurde heute versucht, das fortzuführen, diesmal allerdings aus der anderen Richtung. Wir wollen von Cuxhaven fahren und dann so lange bis wir Leipzig erreichen. Also wir fahren sie auch tatsächlich nicht komplett. Bevor wir allerdings die Elbe-Radtour starten, wie gesagt, in ein paar Tagen machen wir es eigentlich erst offiziell, fahren wir erstmal zu Verwandten zu mir. Gucken uns da ein bisschen die Stadt an und dann geht es danach kurz darauf offiziell mit der Elbe-Radtour los. Meine Verwandten wohnen halt da auch relativ in der Nähe, weshalb sich das da gerade lohnt. Das ist ja auch echt nochmal Glück gewesen, dass wir unseren Zug heute bekommen haben, denn tatsächlich fährt unser Zug bauarbeitsbedingt heute eine halbe Stunde früher ab als eigentlich angekündigt und geplant. Und ja, wenn ich das nicht zufällig im Internet gelesen hätte, ich habe das Ticket schon vor 3 Monaten gekauft oder so, da wird man nicht irgendwie extra benachrichtigt. Also war ich ganz froh, dann doch festzustellen, also das noch rechtzeitig zu lesen. Und ja, deshalb sind wir jetzt noch überpünktlich heute am Gleis. Der Zug stand jetzt zum Glück auch schon überpünktlich da, deshalb waren wir jetzt die Ersten, die uns hier im Fahrradabteil breit machen konnten. Einsteigen, aussteigen geht hier relativ problemlos, ist recht komfortabel. Also so durchdacht und schick das hier alles in den neuen Intercity-Zügen ist. Die Gepäckablagen sind definitiv zu klein für gängige Fahrradtaschen. Die fürs Vorderrad haben gepasst, aber die großen keine Chance. So, ohne besondere Vorkommnisse sind wir jetzt pünktlich und planmäßig sehr entspannt innerhalb von reichlich 4 Stunden hier in Bremen angekommen. Wir sind jetzt hier am Bahnhofsvorplatz. Wir werden uns jetzt erstmal kurz orientieren und anschließend mit den Rädern hier ungefähr noch 15 Kilometer entlang durch die Stadt fahren, um uns dann erstmal noch bei Verwandten von Sabine einzuquartieren.